Was geht ab, liebe Leute? Ich begrüße euch recht herzlich zu der neuen Folge Mario Maker 2 auf meinem Kanal. Heute spiele ich 3 Level, die ich von euch geschickt bekommen habe. Also ihr habt sie gebaut, ihr habt sie mir geschickt oder sonstiges. Abonniert den Kanal, um nichts zu verpassen. Ich würde sagen, wir fangen jetzt an, Leute. Los geht's. Ravioli. So, das erste ist von Leichti, das habe ich geschickt bekommen unter meinem neuen Video. Und soll ein tolles Level sein für Theo, heißt es sogar. Hier seht ihr es. Und es soll hart sein. Und ich muss eine 30er Münze einsammeln. Ich bin gespannt und ich freue mich extrem auf den Part heute. Sammle mindestens eine 30er Münze, dann erreiche ich das Ziel so. Das ist ein Troll-Level und wir wissen alle, Troll-Level, eine Schlucht. Komm, wir machen es einmal fürs Protokoll. Oh, gestorben, wer weiß. Oder es ist doch echt, es ist so offensichtlich. Und die 30er Münze da rechts, ich sehe das schon, die ist so fake wie nichts anderes auf diesem Planeten. Zack. Ah, Eistapfen. Ah, soll ich es machen? Komm, ich mache es einmal für Leichti, der das Level gebaut hat, um einmal das Gefühl zu haben, er hat mich reingelegt. Also, Walljump. Und ich hole sie mir raus. Okay. Vergiss es. Nein, ich gehe nochmal zurück. Ich mache es. Okay, das ist noch eine 30er Münze. Ich weiß es eh. Die ist fake, die Münze. Ich will es jetzt einmal fürs Protokoll machen. Jetzt bin ich auch so in die Röhre gegangen. Nehmt es mir nicht übel, Leute. Es tut mir leid. So, komm, Eistapfen. Fallt runter. Oder auch nicht. Oh nein, ich bin gefangen. Wer hätte das gedacht? Mit mir nicht, liebe Leute. Da müsst ihr schon ein bisschen früher aufstehen, um mich hier reinzulegen. Da müsst ihr früher aufstehen. Zieht euch das rein. Ich speedrun das Level. Ich hole auch den Weltrekord. Ist mir egal. Weltrekord. Ich hole den Weltrekord, Leute. Das mache ich jetzt mal hier. Das mache ich für euch. Und da haue ich auch ein bisschen auf die Kacke so, weil ich fühle mich einfach sicher. Was ist das hier? Okay, tot. Ja, gute. Was für ein Troll. Komm, da unten ist die 30er Münze. Ich sehe sie schon. Die müssen wir uns holen und dann geht's hier ab, Leute. Komm, heute machen wir hier Nägel mit Köpfen. Keine halben Sachen. Heute wird auf die Kacke gehauen. Da wird einfach mal heute richtig hier auf die Kacke gehauen. Es ist einfach nichts hier. Ein Troll-Level von Leichti. Der Name sagt dir schon alles. Nein! Der Name sagt dir schon alles. Digga, ich hab mich noch zerstört. Komm, Speedrun, Speedrun. Wie komme ich denn jetzt hier raus? Mann, wie denn? Hä, aber wie? Aber wie? Aber wie? Aber wie? Ich verstehe das nicht. Warte mal, der löst den aus und dann muss ich den wieder... Hä, ich verstehe nicht, wie das funktioniert gerade. So, erstmal hier. Okay, ich mache die Stacheln weg, ich laufe. Dann kommt der Thorn und macht die Stacheln wieder raus. Das ist alles... Quatsch irgendwie. Das ist alles großer Humbug. Was ist denn hier? So, ich gehe jetzt mal den Weg hier. Ach, komm, die Röhre ist doch wieder fake. Ja, ich sehe schon links die Stacheln. Ich sehe sie schon. Ich sehe sie schon. Lass mich wieder rein. Lass mich wieder rein. Oh, ja, komm. Ja, hätte ich mir auch denken können. Das hätte ich mir auch denken können. Aber ich bin auch so blöd. Also, wie kann man denn so, also so viel Dummheit besitzen, sich einfach selber umzubringen? Ich bringe mich ja die ganze Zeit selber um, oder nicht, liebe Leute? Ich bringe mich ja die ganze Zeit selber um, weil ich die Stacheln... Ah, es ist wieder so ein dummes Hindernis, was mich jetzt wieder auffällt hier. Eben habe ich noch so auf die Kacke gehauen. Der Name sagt dir schon alles. Wie denn? Wie? Oh nö, das ist doch ein Scheiß-Level. Jetzt mal ohne Witz, das ist ein richtig beschissenes Level. Ah, okay, Leute, ich bestelle mich einfach nur wieder dumm an. So. Was ist denn, wenn ich... Komm ich da... Oh Gott, ist das peinlich. Hä? Warum bin ich jetzt gestorben? Oh Mann, das sind zu viele Swamps und zu viele Stachelkacke. Mein Gehirn kann es nicht verarbeiten, was da gerade passiert. Warte mal. Also was soll ich denn machen? Was ist denn das Klügste? So, der rechts, der Swamp ist halt böse. Schnell! Ja! Ja, es klappt, wenn man schnell ist. Okay, da brauche ich die Münze. Ja, okay, jetzt kann ich den Weltrekord mir erstmal abschminken. Okay, da rein, da sterbe ich bestimmt, da sterbe ich bestimmt. Okay, nö, da wieder rein. Easy. Ja, hol ich den Weltrekord. Nee, hol ich den Weltrekord. Das ist jetzt kein Weltrekord. Nee, komm, so nicht, Leute. Ich gehe nicht ins Ziel ohne den Weltrekord. Das ist ja Quatsch. Das wäre ja albern. Wenn ich den Weltrekord nicht hole bei einem Level, das für mich gemacht wurde, extra mit Theo sogar im Namen, das wäre peinlich. Komm, komm. Das schreit nach Weltrekord. Das schreit. Ich höre es schon schreien. Das schreit. Bitte lass es ein Weltrekord sein. Gib mir den Weltrekord. Ich bin bestimmt noch der Erste, oder nicht? Ne, der Erste war ich nicht, aber egal. Toll, auf jeden Fall. Weltrekord. Versucht mich zu schlagen, liebe Leute. Ihr habt den Code hier eingeblendet bekommen am Anfang. Nächstes Level. So, Leute, also das wurde mir öfter geschickt. Ein Rennen gegen Sonic haben auch schon viele gespielt, haben auch schon viele abgeschlossen. Das soll nicht so schwer sein, aber aka Mrs. Needle Mouse. Okay, das ist eine... Was ist das? Ein Rennen gegen Sonic? Man sieht schon im Profilbild, dass es Sonic sein soll. Oh, ich bin gespannt. Ich freue mich. Das wurde mir öfter geschickt und das soll geil sein. Ist auch schon ein bekanntes Level. Das ist ein Rennen gegen Sonic. Mario gegen Sonic. Wer ist schneller? Könnte ich jetzt in den Titel packen. Rechts seht ihr auch das Gesicht von Sonic. So Pixel-Art-mäßig, wie man es kennt, à la Minecraft. Das soll Sonic sein. Da oben, okay, fast. Okay, okay, ich verstehe schon. Weil diese komischen kleinen Mäuse, die versuchen immer wieder zurück auf ihre Position zu kommen. Wenn der jetzt rechts durchs Rohr katapultiert wird, versucht er zu rennen, wieder zurück zu seinem Ort. Und das bedeutet, oben ist er und unten bin ich. Und ich habe, oh, ich habe sogar ein Auto, okay. Komm, rennen. Geil! Oh! 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 Nein! Nein, 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 nein! Oh, ich schaff, nein, 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 er ist schneller. Er ist schneller, der kleine Wichs. Nein! Nein, nein, oh Gott, ich bin so blöd. Und los geht die Partie. Oh nein, 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 lass mich wieder rein. Nein, ey. Komm, den überhole ich. Der hat no chance. In seiner Pants. In seiner Pants. In seiner Pants. Ha, nein, nein. Spring. 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 Nein, nein. Nein, er hat den P-Switch ausgelöst, ey. Geil. Okay, jetzt muss ich wieder warten, da kann ich mir einen Schluck nehmen.
Okay, scheiße. Oh Gott, der ganze Stuhl ist nass. Ihr wisst gar nicht. Ich Idiot. Wollte einmal für die Kamera cool trinken. Jetzt sehe ich aus wie so ein... Weiß ich nicht, Alter. Voll gesabbert. Mit Sabberfake. Egal. Weiter geht's. Jetzt wird Sonic besiegt. Ohne einen Fehler. 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 Das sind Sprünge, da träumt jeder von. Oh, tut mir leid, wie sieht das aus, Leute? Du hast den Idiot. Besiegt. Okay, kann ich hier irgendwie rausschießen? Okay, kann ich nicht. Egal. Weiter geht's. Gibt's noch ein Rennen oder war's das jetzt? Alter, wie sehe ich aus? Jetzt denken alle, die jetzt Fuß gibt mit dem Video, die denken jetzt, ich sehe aus wie, keine Ahnung, jemand, der sich vollgesaubert hat. Ist ja auch so. So, weiter geht's. Noch ein. Oh, was ist jetzt? Oh Gott, was ist denn hier los? Was passiert denn da alles? Was? Aber der ganze Stuhl ist nass, ey. Scheiße, Mann. Zum Glück ist da kein Zucker drin, ey, sonst wird das alles klebrig. Ein Vorteil an Leitgetränken. So, oh, jetzt muss ich laufen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was? Oh mein Gott. Long Jump. Nein, oh Gott, die dummen Stacheln, Mann. Nein. Oh, ein Auto zerquetscht auf den. Jetzt gibt's kein Auto mehr. Jetzt machen wir das mal zu Fuß. Mit dem Männer. Oh, ist das hier alles nass? Oh, zum Glück habe ich bei meinem Sitz so einen komischen Lappen dabei. Das ist eigentlich die Rückenlehne, aber ist mir egal. Okay, leichte Sprünge. Ich darf nicht zu doll springen. Das ist ein wichtiges, Oh, wow. Nicht so doll springen. Weil nicht so doll, dann komme ich gegen die Eiszapfen. Das wollen wir ja nicht. Oh, Digga, besiegt. Geil. Geiles Ding. Okay, hier gibt's ein One-Up. Da gibt's ein One-Up. Da unten ist er. Und er will hoch zu mir. Nächster Sonic. Mario ist geiler als Sonic. Könnt mich besiegen in den Kommentaren, wenn ihr wollt, aber... Geschafft. Geiles Ding. Kann man ja das sagen. Hat mir gefallen. Richtig nice. Das ist richtig krass gewesen. Sowas auf die Idee zu kommen. Also, und dann die Idee zu haben, oh, ein Rennen gegen Sonic und dann das so umzusetzen, Leute. Das ist doch unfassbar, oder nicht? So, von APF 2.0 kommt jetzt ein Level und es heißt Do Not Jump. Also eine No-Jump-Challenge. Oh, Leute, das kann hart werden. Und ich hoffe, es wird nicht so hart. Weil, ey, wenn das, ganz ehrlich, ich habe schon jetzt ein paar No-Jump-Challenges gespielt. Wenn es zu nervig wird, dann bin ich raus. Dann gebe ich auf. Weil meistens bei so No-Jump-Dingern, du musst so viel wieder neu spielen. Du musst so viel immer wieder... Oh, nö. Und das dauert ja auch alles ewig, weil du bist ja mal auf die Map angewiesen, so wie diese Plattform. Du bist ja darauf angewiesen, wie schnell die sind. Oh, Alter. Das ist echt knapp hier bemessen mit den Haken. Okay, komm, lass mich rauf. Ich darf ja nicht mal eine kleine Kante irgendwo runterfallen. Das ist die No-Jump-Challenge. Okay, nice. Geschafft. Oh, No-Jump. No-Jump bedeutet nicht springen. Die es nicht verstanden haben. So, hier sind die Zeiss-Apfen. Oh. Okay. Bis jetzt. Easy. Nein! Easy. Was passiert jetzt? Was passiert hier? Hilf mir. Oh. Hä? Nein! Oh, der kommt einfach nach unten geschossen. Wie unfair. Easy. Alles von vorne. Das meine ich. Alles. Ich muss jetzt alles nochmal. Diese Plattform. Diese langsame Plattform. Alles von vorne. Alles, Mann. Mit einem Sabberfleck auf dem T-Shirt jetzt auch noch, ey. Oh, alles wieder von vorne, ey. Und dann diese kleine Scheiß-Spiel... Spiel... Wie heißt das? Nee. Spieluhr? Heißt das so? Spieluhrmusik. Oh, ist das knapp hier an der Kante. Leben am Limit. Na, das meine ich. Ey, das war doch kein Sprung. Die nennen das immer alle No Jump. Aber das hat. Ich springe ja nicht so. Ich falle von einer kleinen Kante runter. So, ohne Witz. Ich würde es sogar besser finden, wenn man das darf. Oh, wenn man das darf. Also, wenn ich von einer kleinen Kante runterfallen darf, aber halt nicht springen. Ich darf nur den Sprungknopf nicht betätigen. Das wäre cool. Aber ganz ehrlich. Oh! Leute, das sind auch Challenges so. Das macht wenig Spaß so. Muss man ganz ehrlich sagen, oder nicht? Also, ich probiere es jetzt noch ein paar Mal. Wenn nicht, dann hab ich dieses Level in die Knie gezwungen. Aber ich denke, Leute, komm. Eigentlich soll ich das schaffen. Ich muss mich nur einmal zusammenreißen. Einmal richtig zusammenreißen. So, keine Kante wird mich erwischen. So. Ich werde das jetzt schaffen. Egal, was passiert. Hier sind die Haken. Okay. Boah, das war knapp. Das war wirklich richtig knapp. Lass mich rauf da. So. Nimm mich mit. Oh, das war fast schon knapp. Ich sag's euch. Oh. Oh, Leute, ich sehe so dumm aus mit dem Fleck auf Dings, ey. Scheiße. Nein. Oh, es war knapp. Das war knappe Kiste. Nur das sind wieder die Eiszapfen. Ja! Jetzt kommt hier diese Hakenkacke. So, den kann ich jetzt kriegen. So. Okay, das ist easy. So, hier. Guck mal, da schießen die einfach runter. Wie unfair. Okay, was ist hier? Ey, Leute, so weit war ich noch nie. Guck mal, ich wollte jetzt fast schon aufgeben. Und jetzt schaffe ich es bestimmt. Man kann ja bei Challenges auch keinen Checkpoint machen. Deswegen muss man immer zwangsläufig alles von vorne machen. Das ist halt ein bisschen scheiße. Boah, was für ein fließender Übergang hier. Ganz entspannt nutze ich hier die Plattform. Ich krieg's hin. Da ist das Ziel. Oh, Nieser in der Folge. Hatte ich, glaube ich, auch noch nie. Ey, wenn ich jetzt von irgendeiner Kante falle, ich schreie die ganze Welt zusammen. Geschafft. Mit Fleck.
Und ja, keine Ahnung, ich hab's geschafft. Alle drei Level habe ich beendet. Ich bin stolz auf mich. Schreibt irgendwas in die Kommentare. Oh, Rekordler. Zweimal Weltrekord. Zweimal Weltrekord, diese Folge. Das ist doch mal. Also, da habe ich mir das Weltrekord in den Titel verdient. Geil. So, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, liebe Leute. Haut rein. Ciao und tschüss, euer Theo.